A bit louder in the camera, then. Was ist der Johannes, ob man jetzt, ob er schon eine hohe Latte vorkriegt? Aber danke Johannes für deine Einsichten und Aussichten. Ich möchte euch versuchen, jetzt noch also ein paar Gedanken zu vermitteln, euch weiterzugeben, und ich hoffe, dass dann auch noch die Zeit bleibt, dass wir auch der Einzelne oder dass wir gemeinsam noch reflektieren können im Abschließen. Aber ich möchte nur auf das Thema die Familie ist die Lösung einige Gedanken weitergeben. Das erste ist, wie ich dort schon geschrieben habe, wir müssen uns wirklich klar werden über die Struktur der Familie. Was ist die Struktur einer Familie? Und das scheint es in unserer. Geht's? Muss ich lauter reden? Ja, das ist ja angenehm. Okay, muss ich lauter reden, ja. Es sind ja viele ältere Leute da. Ja, okay. Ich bin einer der Jüngsten, oder? Er spricht doch nur zu den anderen. Okay, dann versuche ich lauter zu reden. Wenn man so in bei Diskussionen oder in die Gesellschaft hineinhört, oder, dann wird uns ja immer wieder der Gedanke vermittelt, alles sei Familie, ganz egal welcher Lebensentwurf, welche Lebensvorstellungen, welches Leben der Einzelne führt, alles sei Familie. Ja. Dem ist allerdings nicht so, denn die Struktur einer Familie, wie wir schon heute sehr klar gehört haben, ist eigentlich eine klare Struktur. Es gibt ja keine, also wir können nie Kinder sein ohne Eltern. Also das heißt, diese Eltern-Kind-Beziehung ist die zentrale Achse eigentlich. Also diese Beziehung ist eigentlich die zentrale Achse, die eine Familie ausmacht, die eine Familie definiert. Ja. Für mich war es schon vor einigen Jahren, habe ich mir die Frage gestellt, wieso Eltern auch im europäischen Kontext, auch in den im europäischen Kontext eigentlich kaum vorkommen. Ja. Und ich war dann selber sehr verwundert, wie man zum Beispiel, haben wir mal den Text von der Europahymne durchgelesen. Ja. Da steht drin, also ja, in einer sehr blumigen Sprache, alle Menschen werden Brüder. Nur von Eltern ist kein Rektor. Du führst was. Wo bleiben die Eltern? Wir können keine Geschwister sein, wir können Freunde sein, wir können Kollegen und was ich was sein, könnten sein, aber ohne, wir können nicht Geschwister sein ohne Eltern. Das heißt, die zentrale Frage, die wir uns in Bezug auf die Familie stellen müssen und auf das Wohlbefinden der Familie, ist die Frage der Eltern. Übrigens, morgen möchte ich in Erinnerung rufen, gibt es seit 2006, glaube ich, den globalen Tag der Eltern. Und mein Wunsch oder meine Hoffnung ist, dass das also auch in Zukunft, in den folgenden Jahren ein Thema wird, dieser Tag. Und ich möchte das auf jeden Fall dann in Zukunft aufschreiben. Also diese Frage müssen wir uns stellen, was ist die Struktur der Familie? Was gibt der Familie eigentlich seine Form? Dann brauchen wir eine korrekte Diagnose von den
vom inneren Zustand, von den Beziehungen der Familie. Und erst dann können wir über dauerhafte Lösungen reden. Schauen wir uns zuerst einmal die Struktur an. Allgemein ist er akzeptiert, dass Familie die Keimzelle der Gesellschaft ist. Das heißt, und in dieser Keimzelle entwickelt sich es, das ist die entwickelt sich es alles. Da ist eine Vielzahl von Beziehungen und von ein unähnliches Entwicklungs- und Entfaltungspotenzial drinnen. Ja, ich meine, mir hat das immer wieder sehr berührt, immer wieder von Neuem, wenn ich den Johannes zuhöre, wenn er sagt, ja, der Mensch ist erst dann Mensch, wenn als Mann und Frau, als Eltern, ist erst dann echter Mensch. Ja. Schauen wir uns also einmal an, welche Möglichkeiten drin sind. Das. Erstens einmal, haben wir da was hin? Ja. Die ähnlichen Möglichkeiten, also der Eltern und Enkel und Urenkel, also diese vertikale Beziehung, die Kinder-Eltern-Beziehung, dann von oben die Großeltern-Eltern-Kind-Beziehung, dann die horizontale Beziehung zwischen den Geschwistern, auch natürlich also dann auf die gesellschaftliche Ebene, genau, ja. Ausgedehnt, also Freundesbeziehungen, also die älteren, die jüngeren Geschwister, die Geschwister untereinander natürlich, und natürlich eine ganz zentrale und die zentralste und eigentlich eine exklusive ganz mit einem unglaublichen Potenzial, die Mann-Frau, also die Beziehung der Ehe zwischen Mann und Frau. Das ist eine wirklich enge, eine intimste, man sagt ja nicht umsonst, dass eine intime Beziehung, eine enge Bindung zwischen Mann und Frau. Also ich gehe natürlich, muss schauen, dass ich nicht zu lang brauche. Das heißt, das Potenzial der Familie liegt in ihrer Vielfalt. In der Vielfalt an Beziehungen. Wobei eben die... Die zentrale Achse ist die Liebe zwischen Eltern und Kindern, die geprägt ist also durch die enge Eltern-Kind-Bindung. Ja. Und man muss sich das auch wirklich vergegenwärtigen, was das wirklich also heißt. Dann die Geschwisterliebe, die dazu dient, wirklich ja, gegenseitig auch zu wachsen. Natürlich ein entscheidender Faktor ist natürlich auch die Motivation, die Reinheit einer solchen Beziehung. Dann eine ganz wesentliche Beziehung ist natürlich die eheliche Partnerschaft. Und die, wenn die nicht geprägt ist von Treue und Bindung, dann entstehen sehr, sehr schnell eben Probleme. Und das ist die zentralste Liebe, ist wieder die Liebe Kind-Eltern, also das ist. Das heißt, dass in der Liebe, das ist ein unendliches Potenzial, dass wir unsere Liebesfähigkeit als Menschen in jeder Phase wirklich optimal entfalten können. Was formt eine Familie, was hält sie zusammen? Die Entwicklungspsychologie nennt es, da gibt es jetzt ausgedehnte Studien, die Kraft der Bindung. Und ich habe selber mich damit beschäftigt und der bekannte Entwicklungspsychologe
Professor Neufeld sagt, dass er die Bindung, wir müssen die Dynamik, die Bindungsdynamik verstehen lernen, diese innere Dynamik. Wir müssen, wenn wir es nicht schaffen, ein Kind oder den Menschen generell von innen heraus zu verstehen, können wir einen Menschen verstehen. Eine andere Ausdruck natürlich für die Kraft der Bindung ist die Kraft der Liebe. Vielleicht ist dem einen oder anderen hat der eine oder andere schon gehört, dass er von John Bowlby, der damals schon in den 50, 60er Jahren nach dem Krieg hier sehr, sehr intensive Forschungen und Studien angestellt hat. Aber die Kraft der Liebe ist nur ein klarer und anderer Ausdruck für die Kraft der Bindung. Wie wir heute schon gehört haben, ist natürlich die Liebe, und der Johannes hat es sehr, sehr schön ausgedrückt, die Liebe, die zentrale Kraft, mit der wir müssen lernen, damit wirklich umzugehen. Was ist die menschliche Realität allerdings? Vielen geht es so, dass sie eigentlich nicht wissen, wer sie eigentlich sind, was sie tun sollen. Viele Menschen, auch junge Menschen, gehen sozusagen ziel- und planlos herum in ihrem Leben und wissen nicht, was sie aus ihrem Leben machen sollen. Dann ist es immer wieder oder ständig, dass wir alle sozusagen Handlungen setzen, die wir nachher oft bereuen. In anderen Worten, wir machen das immer. Wir sägen uns immer wieder den Ast ab, auf dem wir eigentlich sitzen. Kennen Sie die Frau Loth? Ja. Kennen Sie das Frau Loth-Syndrom? Was ist passiert? Was war da damals bei der Frau Loth? Wer weiß das? Ganz kurz. Wer kann es in einem Satz oder zwei Sätze sagen? Sie hat zurückgeschaut und so hätte sie erstarrt, so eine Sache. Ja, was hat Gott hat gesagt, dass sie soll forschen? Sie soll forschen, nicht zurückschauen. Und dann? Und dann hat sie trotzdem zurückgeschaut und genau. Sie ist so eine Sachseite. Und was ist bitte das Syndrom der Frau Loth? Ja, große Überschrift. Das Syndrom der Frau Loth, sie hat sich nicht an ihre innere Stimme, an das gehalten, was ihr aufgetragen wurde. Loth hatte gesagt, bitte schau nach vor. Er hat ihr ein Ziel gegeben, schau nach vor. Und sie konnte es nicht lassen. Sie hat die Vergangenheit, das hat sie eingeholt. Sie konnte im Gedanken nicht loslassen, das was vorher war, was sie vorher alles erlebt hatte. Das konnte sie nicht loslassen. Dann ist sie geistig sozusagen im Geist erstarrt. Ja? Das ist das Syndrom. Ja. Also mit der Neugier der Frauen hat das nichts zu tun. Das ist ja meine Philosophie. Uns geht's, ich weiß nicht, ich hoffe eigentlich nicht so stark, aber mir, das fällt mir schon immer wieder auf. Bei mir selber auch. Manches Mal ist es so, dass man sehr gern mit den Gedanken irgendwo entweder in der Zukunft bin oder in der Vergangenheit, dass man bestimmte Ereignisse, dass man sich ärgert oder immer wieder bestimmten Erlebnissen aus dem früheren Leben nachhängt und die immer wieder aufwärmen. Und das ist eine einfache Methode, um sich in seinem Wachstum selber zu blockieren und sozusagen um die Verantwortung abzuschütteln. Es gibt viele, die sich sehr gern über Ereignisse oder vergangene Ereignisse sehr intensiv ärgern, aber das hilft nichts. So.
Was dann noch die Realität ist, wir sehen, also unsere Beziehungen sind allgemein sehr, sehr belastet, gestört, belastet. Wir einerseits erleben wir immer wieder eine sehr, sehr starke Sehnsucht nach Liebe. Wir sind ja aber oft selber unfähig, dass wir nicht wissen, ja, wie sollen wir eigentlich lieben. Wir sehnen uns nach Liebe und wir fordern, viele fordern sogar die Liebe ein, aber sie sind selber unfähig wirklich zu geben, weil sie einfach also in ihrem Geist, in ihrem Denken irgendwo erstarrt sind. Wir sehnen uns auch nach Vertrauen, nach Respekt, sind aber selber oft unfähig zu vertrauen. Also, Entschuldigung. Worin liegt die Lösung? Wir müssen uns Gedanken machen, wie wir oder auch darüber reflektieren. Heute ist schon einige Male das Wort der Selbstreflexion gefallen und ich glaube, das ist ein wichtige Anregung ist auch in unserer ganzen Erziehung, dass wir uns selber und auch den Kindern und so weiter, die uns anvertraut sind, dabei helfen, selber zu reflektieren. Wir müssen sozusagen, trainieren, unseren Geist und Körper, eine Einheit zwischen Geist und Körper zu schaffen. Eine Frage stellt sich auch, und Josef Misseton das eigentlich schon angesprochen, eine Frage stellt sich schon auch, die Frage nach dem Reiz und Reaktion. Wir sind täglich, wie vielen Reizen ausgeliefert, wie vielen Ideen, wie vielen Anregungen, wie vielen Reizen ausgeliefert. Die Frage ist, kann ich meine Einstellung, kann ich selber wählen, wie ich auf einen bestimmten Reiz reagiere? Das ist sozusagen die Frage nach den Fehlern und seinen Folgen. Weil die Frage nach gut und schlecht oder gut und böse stellt sich erst dann, es ist wichtig, also etwas wirklich schlecht oder böse ist es erst dann, wenn ich nicht bereit bin, daraus zu lernen, wenn ich sozusagen die Verantwortung abschiebe. Und diese Problematik, haben wir heute schon das ein paar Mal gehört, ist bereits am Anfang der Menschheitsgeschichte entstanden. Weil was passierte, nachdem Adam und Eva sozusagen gefallen sind? Dann ist wieder zum Adam, egal auf welche Weise, ob das durch eine innere Stimme war, aber Gott hat zum Adam gesagt, wo bist du? Ich meine, er hat sicher gewusst, wo er ist. Ja. Vielleicht hat er sie, der hat sie versteckt. Aber was war dann seine Reaktion? Er hat dann gesagt, ja, ich kann nichts dafür. Sie war es. Ja. Und er hat genauso gesagt, ja, aber er war es. Und damit haben sie eine Richtung eingeschlagen, die eigentlich dann wirklich ganz in die falsche Richtung gegangen ist. Das hat ihnen sozusagen das geistige Leben mehr oder weniger gekostet. Das heißt, wir müssen uns ganz zentral
über das Thema Freiheit und Verantwortung, oder ich sage immer wieder Freiheit durch Verantwortung Gedanken machen. Ja, ein wichtiges Thema, was wir auch thematisieren müssen, ist die Wichtigkeit, dass sich jeder selber, jeder kann nur bei sich selber, an sich selber arbeiten, aber dass wir uns immer wieder erinnern und trainieren und darüber reflektieren, wie weit gelingt es mir, wirklich präsent zu sein, wirklich eine Einheit, eine Geist-Körper-Einheit, eine harmonische Einheit zwischen meinem Denken und Empfinden und meinen Handlungen wirklich herzustellen. Denn das ist also eben, wie gesagt, also die Realität. Wir verabsäumen, im Hier und Jetzt zu leben. Und das ständig. Und es ist auch meiner Erfahrung nach ein sehr intensives Training. Und gerade dieses Training kann man im engen Familienverband am besten wirklich erleben, weil die Beziehungen so eng geknüpft sind. Ja. Das heißt, wir verabsäumen hier jetzt zu leben. Wir denken oft, oder wir sind mit den Gedanken oft ganz woanders als alles momentan da. Ja. Oder wir sind in der Zukunft oder in der Vergangenheit. Aber dieses Hier und Jetzt, das ist eigentlich der Verbindungspunkt zwischen der Vergangenheit und der Zukunft. Das ist der einzige Moment, der mir momentan zugänglich ist. Und wenn wir uns trainieren, wirklich die ganze Aufmerksamkeit auf diesen Moment zu legen, dann lernen wir zu leben. Und zwar dann kann wirklich die Kraft der Liebe sozusagen in uns Wirklichkeit werden. Das heißt, diese Geist-Körper-Einheit ist eine wesentliche Voraussetzung auch für unsere Beziehung. Dass wir uns daran bemühen, wirklich präsent zu sein, also eine wesentliche Voraussetzung für die Beziehung. Und eines ist wichtig zu verstehen, wenn wir sagen oft so salopp, ja, es ist wichtig zum Wohle des anderen zu leben oder einem Menschen zu dienen. Heißt es, dass ich mich aufgeben muss? In keiner Weise, aber wo beginnt das? Wir müssen uns selber immer wieder trainieren, dass wir wirklich uns sozusagen Zeit nehmen, den Moment wirklich bewusst zu erleben. Und wir müssen eins tun. Wir müssen uns immer wieder trainieren, wirklich zuzuhören, hinzuhören. Und dem anderen den Raum geben, dass er antworten kann. Weil wenn wir nicht hinhören, weiß ich auch nicht, was der andere braucht oder was er überhaupt sagt. Ja. Das kriege ich gar nicht mit. Ja. Und in der Kommunikation oder im täglichen Leben, und speziell gewisse Berufszweige können das sehr gut, dass sie sozusagen, dass der eine redet und der andere formuliert schon, was er dagegen sagt, und er weiß eigentlich gar nicht, kriegt noch ein paar Worte mit, was der eine gesagt hat. Das heißt, stellen wir uns also ganz kurz also die Beziehung als ein Bankkonto vor. Wenn ich
auf das Bankkonto nichts drauf gebe, ist nichts drin. Kriege ich auch keine Zinsen, Geld quasi. Was sind die Zinsen? Das ist das Vertrauen. Das heißt, wichtig ist, uns immer wieder daran zu erinnern, es ist wichtig, in die Beziehung zu investieren. Ich erlebe immer wieder oder höre in Gesprächen, dass oft Paare sagen, ja, wir haben uns nichts mehr zu sagen. Oder wir lieben uns einfach nicht mehr. Das Gefühl ist weg. Weiß nicht wieso, aber sie kommen auch nicht auf die Idee, dass sie sagen, jetzt erst recht, wenn ich momentan nicht das Gefühl habe, zu lieben, dann ist die Zeit, dass ich wieder investiere, dass ich mir Zeit nehme, auf den anderen zuzuhören, dass ich ihm Raum gebe. Ohne diese ständige Investition kann nichts entstehen. Etwa. Eines, was mich damals, hatte das Buch nicht mit, von Professor Neufeld, der hat ein Buch geschrieben, das heißt, unsere Kinder brauchen uns. Und eines, was mich zutiefst berührt hat, und dieser eine Satz heißt in einem Kapitel, am Anfang eines Kapitels, die Beziehung zu unseren Kindern ist heilig. Und hier kommt wieder das Thema Werte ins Spiel. Wenn mein Kind wertvoll ist und wenn ich es als solches betrachte, dann ist es ganz natürlich, dass ich dann, wenn mir die Beziehung heilig ist, dass ich dann mir Zeit nehme und dass ich investiere in die Beziehung. Und dasselbe gilt auch für die eheliche Beziehung. Wenn wir unseren Gesichtspunkt, unser Bild vom Partner, vom Ehepartner insofern verändern, dass wir uns bewusst machen, hoppla, das ist eine individuelle Wahrheitsverkündung. Das ist ein ganz eigenständiger Mensch. Das ist ein Kind Gottes. Dann verhalte ich mich auch ganz anders. Natürlich sehe ich dann immer wieder oder nach wie vor die Defizite im anderen. Aber ich werde das mich ganz anders verhalten. Ich habe dann plötzlich ein Verständnis und wird mir überlegen, ja, wo kann ich ihm etwas geben, damit er seine Defizite wirklich auffüllen kann. So, ein paar Folien habe ich noch. Das heißt, die Lösung und die Erlösung und Heilung in der Familie liegt darin, dass wir, und das ist jetzt völlig unabhängig, also in welcher Situation der Einzelne sich befindet. In jeder Situation, ganz egal ob Kind oder Eltern oder was auch immer, wir haben jederzeit die Möglichkeit, wirklich in die Beziehung von Neuem zu investieren. Da kommt wieder ganz ein wesentlicher Teil die Versöhnung ins Spiel. Und diesen Satz, der wahre Sinn von Beziehungen ist immer, die inneren Konflikte der beiden Partner ins Gleichgewicht zu bringen.
Der ist von der Frau Zurhas, die hat ein Buch geschrieben, liebe dich selbst und es ist egal, wen du heiratest. Und das zweite Buch, also, was mich auch immer wieder inspiriert hat, heißt, Moment, heißt auf, freilich auf die nächste Krise, also, es war, weiß nicht, wie das, aber die beiden Bücher haben mich immer wieder von neuem also inspiriert. Das heißt, was wir, wo wir individuell auch herausgefordert sind, ist wirklich unsere innere Situation auch wahrzunehmen, das zu verändern. Und die ist oft sehr, sehr verletzt. Wir sind zutiefst oft verletzt, aber wir müssen diese Wunden anschauen. Anders geht es nicht. Und ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, wenn ich darüber reflektiere, es ist die Beziehung in der Familie, der Wert, es ist ungeheuer, welches Wachstumspotenzial da drin liegt. Das hat mir auch immer wieder von neuem gut gefallen, weil das ist auch ein Ausspruch, das er von der Französin. Und zwar, sie sagt, wenn die Familie eine Schule ist, dann sind die ist die intimste Beziehung und Ehe eine Art Elite-Universität. Und um in eine Elite-Universität zu bestehen, ist es wirklich entscheidend, eben auch die Vorbereitung darauf. Ja. Denn in einer Elite-Universität oder beziehungsweise in der Ehe, stehen wir einerseits innerlich vor den schwierigsten Prüfungen, aber hier können wir am meisten lernen und wachsen, aber auch am meisten empfangen. Denn hier ist wirklich der tiefste Austausch der Liebe möglich. Das heißt, wir müssen wirklich mehr uns darüber Gedanken machen und die Kraft der Liebe, diese Dynamik verstehen lernen. Was es heißt, einerseits wirklich welche positive Kräfte, wenn ich sie richtig anwende, welche positive Kräfte sie entwickeln, aber auch welche zerstörerische Kräfte sie entfalten kann. Und das ist ein Punkt, der kaum beachtet wird. Ich möchte hier zusammenfassen. Kann man da noch übergehen über? Ah, okay. Dann möchte ich das zusammenfassen und eines anregen. Hier habe ich diese drei wichtigen Elemente. Und zwar, wir müssen uns Gedanken machen, unsere Einstellung wählen. Der wesentliche Schlüssel, und ich habe gesagt, wir können unsere Haltung, unsere innere Einstellung zum Leben, zum anderen, zur Welt insgesamt, ist entscheidend, wie wir sie meistern. Es macht einen wesentlichen Unterschied, ob ich mit einem Empfinden der Dankbarkeit aus, in jeder Situation, denn ich kann für jede Situation
dankbar sein. Und das ist tatsächlich so. Ich möchte da zu dem Thema Dankbarkeit eine wahre aber zutiefst berührende Geschichte erzählen. Und zwar hat sich diese Geschichte im Zweiten Weltkrieg abgespielt. Und zwar, das war ein polnischer Offizier. Der wurde damals, er hatte eine Frau und ein paar Kinder, und der hat erlebt. Da sind eines Tages die deutschen Truppen in diese Stadt gekommen und haben sozusagen die Leute niedergemetzelt. Und er musste miterleben, wie vor seinen Augen. Ihn haben sie nichts gemacht, weil sie ihn gebraucht haben. Er konnte Deutsch. Und sie haben ihn deshalb als Übersetzer gebraucht. Aber sie haben seine Familie vor seinen Augen erschossen. Und ich sage so, wie es ist. Und dann war er in einem Lager und musste dort verschiedene Aufgaben erledigen, und mit der Zeit haben sich die alle gewundert, wieso dieser Mensch mit einem so positiven Geist, der hat allen geholfen. Und sie haben sich dann gefragt, oder manche haben ihn dann gefragt, wie schaffst du das? Sagt er, ich habe erlebt, was Rache, was Zorn, welche Kraft das entwickelt. Und ich habe mich dann entschlossen, zu lieben und jeden Menschen, auch wenn er jeden Menschen, wenn ich einem Menschen in die Augen schaue, dann sehe ich das Bild von Christus. Dann sehe ich Gott in den Menschen. Er hat sich entschlossen, einfach bedingungslos den Menschen zu lieben. Das hat ihm die Kraft gegeben, wirklich auch über diese Dinge wirklich hinwegzukommen. Das heißt, der Schlüssel für ein erfolgreiches Leben, nicht nur Blödsinn, liegt darin. Die Bereitschaft, also dankbar zu sein, die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, die Bereitschaft zu geben. Man kann sich immer wieder fragen, jeder hat in jeder, ganz egal in welcher Situation auch immer, wir haben mehr zu geben, als wir denken. Viele Menschen leben aber in dieser Realität. Sie leben in einer Opferhaltung. Sie sagen, ja, wenn ich das und das habe, dann kann ich das und das machen. Sie machen sich abhängig von bestimmten Dingen. Sie haben eine völlig falsche, viele Menschen haben leider eine völlig falsche Erwartungshaltung. Sie sind sich aber das gar nicht bewusst. Sie fragen sich immer wieder, ja, was bekomme ich? Sie sind so auf sich konzentriert, was bekomme ich? Ja. Ich bin nicht schuld, ich kann nichts dafür nach diesem Motto. Dann ist es auch zentral wichtig, sich immer wieder auch in Erinnerung zu rufen und sich selber. Wir haben den ersten und wichtigsten
Einfluss, wo wir etwas verändern können, ist bei uns selber. Das ist unser Einflussbereich, da können wir am leichtesten etwas verändern, am schnellsten auch. Ja. Wir versuchen allerdings immer wieder den anderen zu verändern. Also den anderen sagen, ja, du musst was und das tun und so. So funktioniert es aber nicht. Ja. Das heißt, wir müssen uns immer wieder in Erinnerung rufen, es gibt nichts außer diesem Moment. Und dass uns all die Gedanken, also an die Vergangenheit an vergangene Erlebnisse im Prinzip nichts bringen, sondern eher blockieren. Der dritte und letzte Punkt ist, hoppla, schon wieder, der Punkt, wie können wir anderen Freude bereiten? Das heißt, uns selber auch zu trainieren, um dem anderen, der im Moment wirklich die ganze Aufmerksamkeit zu schenken, denn nur dann kann ich antworten, nur dann kann eine Beziehung entstehen. Und eine Beziehung ist eine Beziehung des Gebens und Nehmens, das ist eine Frage des Gebens und Zurückgebens der Antwort. Ja. Die Realität ist allerdings meistens eine folgende, dass wir eher in der Haltung, in der Einstellung gefangen sind. Ja, wir wollen geliebt werden, wir haben das Recht, geliebt zu werden, aber das funktioniert wieder nicht. Ja. Also viele leben eigentlich nach dem Motto, morgen werde ich mich ändern, gestern wollte ich es halt. Wir haben jetzt leider ursprünglich noch gedacht, dass wir das machen, vielleicht auch individuell oder zu zweit, darüber über Beispiele auch aus der Geschichte oder was wir vielleicht reflektieren können, aber da bitte ich euch vielleicht am Abend oder so noch eine kurze Zeit selber euch hinzusetzen in einer Stunde. Das heißt also, wenn wir uns auf diese Schlüssel konzentrieren, dann ist die Ernte ein sehr aufbauendes, freudiges Leben sicher garantiert. Damit bin ich es für das. Dankeschön. Etwas zeigt es. Vielleicht möchte ich euch noch anregen, dass wenn jemand möchte, auch ich würde mich freuen, ein bisschen eine Reflexion. Also ihr könnt das gerne niederschreiben oder mir dann auch schicken. Eine Reflexion vom Workshop, wo eure Ideen sind. Was ihr davon mitnehmt. Und was eure vielleicht Wünsche oder Ideen sind, was man vielleicht noch besser behandeln, was man nächstes Mal besser machen kann und was man nächstes Mal mehr stärker beachten sollte oder mehr eingehen sollte. Bitte. Ich würde gern schon hören von jeder, solange wir noch hier sind, dass jeder zumindest einen Satz zum Abschluss sagt. Okay. Das wäre vielleicht die Sache. Also wer wie? Nur vielleicht ein paar. Wer spontan möchte, wie wäre das? Ja. Wer möchte kurz ein paar Worte als Feedback geben? Sagen wir drei. Ja. Am besten hat mir bei den, nicht beim Vortrag, sondern vom Ablesen, der Satz gefallen, morgen werde ich mich ändern,
Gestern wollte ich das, heute schon. Fantastisch. Super. Okay. Ich kenne das nicht mehr von mir. Vielleicht ist er verändert. Das hängt jung an. Aber ich habe einen Drohnen. Nach dem Vortrag von Johannes hat man immer wieder verzweifelte Chancen. Auch wenn man schon, wenn es tatsächlich stimmt, dass wir ewig leben, dann haben wir immer wieder die Chance für rein. Also, das heißt, dieser noch ein Satz. Der war für mich nicht so ganz verständlich. Wenn man einen Fehler macht, ist das böse. Also das haben Sie falsch. Ich habe nicht gesagt, wenn man einen Fehler macht, ist das böse. Sondern dann habe ich wirklich ein Problem, wenn ich daraus nicht lerne, wenn ich die Verantwortung abschiebe. Das habe ich gemeint. Solange ich einen Fehler mache, oder wenn ich angenommen, ich habe einen Unfall oder ich fall hin. Ja? Ich habe dann ein Problem, wenn ich nicht mehr aufstehe. Wenn ich sozusagen aufgebe. Wenn ich daraus nicht lerne. Ja, das ist das Bild. Das ist der Punkt. Man sagt ja auch, aus Fehlern kann man lernen. Ja, und das soll man lernen. Weil wenn ich nicht daraus lerne, dann habe ich ein Problem. Ja, mir hat er das Wort böse gefallen. Also okay. Ich bin doch so empfindlich, wenn er böse. Ich habe so viel von der Liebe heute gehört, dass man für bald. Das ist der alte Wort, dass ich das nicht kann und habe. Die Liebe, die viele Liebe, viele. Wie kann man einen Gott lieben? Auch eine Frage. Wie kann man etwas lieben, was man nicht greifen, nicht sehen, nicht verstehen kann? Lieben. Ich meine jetzt das Wort lieben. Ja, okay. Das in der Kirche wird so viel von Liebe gesprochen. Ja, genau. Selber haben sie keine. Unsere katholische Kirche hat keine Liebe. Nein. Das sind die größten scheinheiligen Lifte. Besonders die Römer. Ich sage nichts von der Kirche an Sachen. Aber diese Römer da unten, von den Päpsten her, was die schon alles angestellt haben, die müssen in der Hölle braten. Nur gibt es leider keine Hölle. Aber die Frage ist nicht beantwortet worden. Wie kann man Gott lieben? Wie kann man Gott lieben? Das ist dieselbe Frage eigentlich wie zum Beispiel, wie kann ich einen Ehepartner lieben. Ich muss ihn zuerst, muss ich mich dafür für ihn interessieren. Ich muss eine Beziehung aufbauen. Die Liebe ist eine Frucht, das Gefühl der Liebe ist ein Resultat. Ja. Ich sehe zum Beispiel von meiner Frau, wir kennen uns schon jetzt, das ist doch ein paar Jahrzehnte, aber wie gut kennen wir uns? Das frage ich mich immer wieder. Andererseits frage ich mich immer wieder, wenn das Leben ewig dauert, dann haben wir noch ein bisschen Zeit. Herr Professor, ich habe deine Herren gefragt, wie kann man Gott lieben? Das ist ein Abschalter. Ja, ausgefallen. Ja, das habe ich verbrochen, diese Frage. Okay, also ich glaube, was hast du geantwortet?
die einfachste Antwort ist die, indem man die Dinge liebt, die Gott geschaffen hat. Das ist die einfachste Antwort. Also alles, was Gott geschaffen hat, wenn ich das wertschätzen kann, sagen wir auf Deutsch wertschätzen, ja, und dankbar sein kann, dann ist die Frucht von dem die Liebe dann irgendwann. Je mehr ich die Dinge schätzen kann, das ist genauso, wenn ich sozusagen, wenn ich was schaffe und die stirbt dann, ja, und diejenigen, die das dann betrachten, und die können das wertschätzen, sozusagen ist das für mich die größte Genugtuung, selbst wenn ich nicht mehr leben würde. Ja? Also, ich ganz glaube, einfach. Ein praktisches Beispiel ist genau deine Situation. Du liebst deine Tochter, die Puppi. Ja. Ja? Und du investierst dich, du opferst dich auf, du machst dir tagtäglich eine Freude. Und somit liebst du zugleich zum Beispiel auch die Mutter davon. Ja, das war das Erste. Da. Genau, aber das ist das Resultat, dass du, wenn du deine Tochter liebst, zugleich auch die Mutter von dieser Tochter liebst. Also ich würde das umgekehrt so nehmen. Ich habe zuerst meine Frau geliebt, aber jetzt und dann kam die Tochter. Ja, genau. Die mag ich auch. Du investierst dich mindestens so wie in deine Frau. Und du hast ja in all die anderen Menschen sehr investiert. Danke. Es ist eigentlich ganz einfach. Ich mache ein praktisches Beispiel. Ich erlebe es auch so. Ich kann Gott lieben, indem ich meine Frau als Ausdruck, und wenn das stimmt, dass wir Ebenbilder sind, dann ist sie ein individueller Ausdruck Gottes. Das ist heißt, eine gute Sache. Wenn wir mit dem Gott, Wort Ebenbild, genau, ja, dann stimmt schon vieles. Ja. Und genauso auch mit den Kindern. Jeder ist eine individuelle Ausdruck. Das heißt, je mehr. Ja, Frau Bertha weiß ja, wie es. Wie deine Situation ist. Ja, ja, wie es mir geht. Ja. Dass ich seit 58 Jahren eine schwerbehinderte Tochter pflege, okay. Okay. Die nicht gehen kann, die nicht stehen kann, die nicht reden kann. Ja. Okay. Das muss man sich mal vorstellen. Und investiert sich wirklich. Der Vier von Theorie. Und ja. Also erlebt das, was er eigentlich jetzt fragt, was er eh tut. Du verstehst mich? Genau. Ja, du lebst genau das, was du jetzt gefragt hast, wie du Gott lieben kannst. Du tust das eh. Ich tue es eh. Ja. Ich du machst das, du führst die Praxis aus. Ja. Aber das haben wir vorhin jetzt auch. Ja. Das war gut. Das war das Beste von allen. Ich glaube, das war jetzt ein sehr, sehr netter Schlusssatz. Ganz herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und ich möchte gleich noch als letzten Satz eines ankündigen, und zwar im Herbst habe ich wieder vor, wenn der Manfred das möchte, wieder zu kommen, und zwar möchte ich nächstes Mal eine sehr interessante Dame mitbringen, die Frau Dr. Papst, die wird dann auch seine anderen Aspekte einbringen, und da möchte man ein ähnliches, nicht inhaltlich wahrscheinlich andere Schwerpunkte setzen, aber ein ähnliches Seminar veranstalten. Ich hoffe, oder würde mich freuen, wenn ihr dann auch alle Freunde und Bekannte mitnimmt oder einnimmt. Okay, Dankeschön. Danke. Dankeschön. Schöne Heimfahrt und danke für alles.
kommen. Dieser Termin im Herbst ist am Samstag, 31. Oktober. Also wer will, der ist herzlich willkommen. Ja. Ich muss die Rahmen schauen, dass sie das auch geht.